da die AfD ja keinen Wert darauf legt, dass wir hier politisch korrekt miteinander umgehen, entschuldige ich mich bei den demokratischen Fraktionen jetzt schon, falls das in meiner Rede eventuell vorkommt. Die AfD möchte das ja gerne so, dann feuerfrei. Hate Speech, Herr Höcke, ist Englisch. Finde ich immer witzig, dass Sie von Neudeutsch sprechen. Neudeutsch wäre es, wenn man von Hate Speechen sprechen würde. Dann hätte man es eingedeutscht. Nee, ich bin keine Lehrerin, aber ich habe unter anderem auch Linguistik studiert. Ich glaube nicht, dass wir da auf Augenhöhe kommen. Aber gut, meine sehr geehrten Damen und Herren, ganz ehrlich, ich habe den Antrag der AfD gelesen und auch mehrfach. Und meine erste Assoziation war so ein bisschen, der Antrag fühlt sich an wie das Krankheitsbild der paranoiden Schizophrenie. Um das mal zu erläutern, die internationalistische Klassifikation für diese Krankheit, die sagt, ich zitiere, die paranoide Schizophrenie ist durch beständige, häufig paranoide Wahnvorstellungen gekennzeichnet, meist begleitet von akustischen Halluzinationen und Wahrnehmungsstörungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das soll natürlich nicht die Leute diffamieren, die tatsächlich unter dieser Krankheit leiden, aber auf den Rängen dort oben haben Sie das Papier vielleicht nicht gelesen. Ich werde dazu jetzt auch noch ein bisschen erläutern, warum ich zu diesem Schluss komme. An Wahnvorstellungen und Wahrnehmungsstörungen mangelt es diesem Gesetzentwurf schlicht und ergreifend nicht. Um seine Notwendigkeit zu begründen, beschwört der Gesetzentwurf mit dem Problemaufriss ein apokalyptisches Bild deutscher Zustände. Herr Höcke hat das Ganze ja gerade noch mal ausgeführt. Gleich zu Beginn wird mit nichts Geringerem eröffnet als mit dem heroischen Kampf der sozialen Netzwerke als letzter Hort emanzipatorischer Freiheitsrechte gegen die alles unterdrückende Lügenpresse. Dabei nutzt die AfD die sozialen Netzwerke, und das hat Frau König-Preuß hier deutlich ausgeführt, gerne selber, um Fake News zu verbreiten und verschweigt dabei gerne, dass Wahrheit und Freiheit nicht unbedingt das Ziel ihres Handelns sind. Björn Höcke, Entschuldigung, das passiert mir manchmal, da komme ich durcheinander, hat dies trefflich vor kurzem bewiesen. Er fing sich eine nette Unterlassungserklärung wegen eines gefälschten Buchtitels ein, den er erstellte und via Facebook teilte. Da ist dann schnell klar, dass das Ziel des Gesetzesentwurfs wohl nicht das offensichtlich angesprochene ist, dazu aber später. Als nächstes Argument bringt der Antrag pauschal die realitätsferne Darstellung der Masseneinwanderung von 2015 und 2017 durch die Berichterstattung der klassischen Medien. Diese arbeiten zusammen mit staatlichen unterstützten Nichtregierungsorganisationen gegen die AfD. Ich sehe das immer wie die Amadeo-Antonio-Stiftung mit wehenden Fahnen, groß unterstützt von den breiten Massen, gegen die AfD arbeitet. Ich finde dieses Bild so völlig schizophren. Als Krönung der Verschwörung bringt die Regierung dann jetzt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz auf den Weg und macht sich damit selber zu einem autoritären Staat. Das ist ihre Argumentation. Diese Wahrnehmungen entspringen aus meiner Sicht einer doch durchaus schwierigen Weltsicht und haben mit der Realität wenig gemein. Das macht den Gesetzentwurf der AfD sachlich nicht nutzbar. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist, und das sage ich als Grüne leider mit voller Überzeugung, ein schlecht gemachtes Gesetz. Wir hätten mehr Zeit gebraucht, das zu diskutieren. Dazu haben wir Grüne die Kritik auf Bundesebene geäußert. Dazu haben wir in den letzten Monaten heftig diskutiert. Herr Möller, ich sage es noch mal, so wie gestern, ne? Wenn ich rede, höre ich vor allen Dingen meine Stimme und nicht Ihre. Und das ist wunderschön. Wir Grüne sind der Meinung, dass die Rechtsdurchsetzung... Herr Abgeordneter Brandner. Wissen Sie, Herr Brandner, wenn Sie sozusagen selbstbewusste Frauen, ich weiß, dass Sie damit schwer können, das ist für Ihren Ego ein Problem, wenn Sie selbstbewussten Frauen gleich Arroganz unterstellen, nur weil die sozusagen in der Lage sind, ihr schlecht gemachtes Zeug hier auseinanderzunehmen, dann spricht das mehr über Sie als über uns. Und ich glaube, naja, mit dem Ego-Problem müssen Sie klarkommen. Wir Grünen sind der Meinung, dass die Rechtsdurchsetzung verbessert werden muss. Das existierende Melde- und Abhilfeverfahren, also das Notice and Takedown, wieder Englisch, nicht Neudeutsch, für rechtswidrige Inhalte muss gesetzlich klarer geregelt werden. Bisher gibt es nur allgemeine Vorgaben für Unternehmen. Verfahren bei strafrechtlich relevanten Online-Äußerungen werden regelmäßig eingestellt.
mit einer Konkretisierung der Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren, die der enormen Verbreitungsdynamik im Digitalen gerecht wird, sowie einer verbesserten Ausstattung von Strafverfolgungsbehörden und Gerichten, soll die Zahl der Einstellungen deutlich verringert werden. Hier schafft das Gesetz leider keine Verbesserung. Im Gegenteil, die Bundesregierung düpiert reihenweise Wissenschaftler mit ihrem Vorgehen. Auf die mannigfaltigen verfassungs- und europarechtlichen Bedenken ging Minister Maas leider auch nicht ein. Mit einer seriösen Netz- und Rechtspolitik hat es leider sehr wenig zu tun. Auch wenn ich nachvollziehen kann, und das teile ich, dass wir dort Handlungsdruck haben und dass wir da tatsächlich was machen müssen, lassen Sie uns das lieber in aller Ruhe nach den Wahlen noch mal diskutieren und dann ein wirklich gutes und ein griffiges Gesetz auf den Weg bringen, das die tatsächlichen Probleme in diesem Bereich löst. Nach über einem Jahr runder Tisch, offener Briefe und Taskforce der Bundesregierung zeigen die Studien, dass die Selbstverpflichtungen ebenfalls verbesserungswürdig sind und dass sie nicht ausreichend greifen. In einem Hauruck-Verfahren haben wir jetzt dieses Gesetz auf dem Tisch liegen. Es hat unter anderem auch der Richterbund kritisiert. Ich glaube, oder ich hoffe zumindest, dass der Druck, der da auch von zivilgesellschaftlicher Seite kommt, deutlich noch mal zu einem Überdenken dieser Gesetzesinitiative führt. Auch, und jetzt kommt es, jetzt muss die AfD die Öhrchen spitzen, auch die Amadeo-Antonio-Stiftung hat sich gegen das Netzdurchsetzungsgesetz ausgesprochen. Ja, wie geht das denn jetzt in dem Weltbild zusammen? Ich habe lange darüber nachgedacht, wie Sie das auf die Reihe bekommen haben. Sie beanstandet, dass der Straftatbestand der Verunglimpfung des Bundespräsidenten unter anderem und des Staates neu aufgenommen werden soll. Das passt jetzt aber so gar nicht in Ihr Weltbild und vor allen Dingen auch nicht in Ihre Argumentation. Die durch das Netzdurchsetzungsgesetz beabsichtigte Verbesserung der Rechtsdurchsetzung würde so oder so nur einen Bruchteil dessen abdecken. Ein Großteil des Problems von Hate Speech oder Hassrede kann durch kein Gesetz bearbeitet werden. Dies entlarvt die vermeintlich geschlossene Verschwörung von Nichtregierungsorganisationen bis zur Bundesregierung gegen die AfD als Wahnvorstellung einer Partei mit pathologischer Problemlage. Die unabhängige Plattform netzpolitik.org hat den Gesetzgebungsprozess zum Netzdurchsetzungsgesetz sehr genau und kritisch verfolgt. Dabei machen Sie auch folgende Beobachtung, ich zitiere, die Zuschauerränge waren übrigens voll besetzt, neben Journalisten, Interessierten und dem Cheflobbyisten der sozialen Netzwerke saß dort dieses Mal rechte und rechtspopulistische B-Prominenz, die sich in den vergangenen Wochen zunehmend auf das Thema Netzdurchsetzungsgesetz draufgesetzt hatte. In dieser Entwicklung scheint auch der Antrag der AfD zu fallen. Eine konstruktive Kritik am Gesetz gibt es hier nicht. Die AfD versucht mit einer scheinbaren Großverschwörung eine Handlungsnotwendigkeit zu inszenieren, ohne selber Lösungsvorschläge zum Problem der Hassrede zu liefern. Dass es von Seiten der AfD keine Probleme mit der Verrohung der Diskussionskultur in sozialen Netzwerken gibt, sieht man an ihrem Agieren im Parlament. Nach der hervorragenden Studie des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung Berlin führt die AfD-Fraktion in Thüringen die traurige Liste der meisten Ordnungsrufe an. Ganze 98 Ordnungsrufe hat die AfD in diesem Parlament beigesteuert. Das zeigt ihre Arbeitsbereitschaft auf. Zum Pöbeln reicht es gerade noch. Die Frage bleibt, was soll der Gesetzesvorschlag eigentlich bewirken? In der Begründung gibt die AfD an, alles zum Wohle der Thüringer Bürgerinnen und Bürger zu tun. Internetanbieter sollen befreit werden. Doch der vierte Absatz ihres Gesetzes begründen die Antragstellerinnen und Antragsteller nicht, und das wahrscheinlich aus gutem Grund. Im vierten Absatz fordern sie Bußgeld und Strafvorschriften, die geeignet sind, die Selbstzensur oder die private Zensur von Meinungen zu erzwingen, sind unzulässig. Durch die Hintertür will die AfD hier eine Lanze für ihr Zielpublikum brechen. Diese Formulierung hebelt aus unserer Sicht den Paragraphen 86a, Zeigen von verfassungswidrigen Symbolen, und den Paragraphen 130 der Volksverhetzung aus. Der Kreis den bereits erwähnten rechten und rechtspopulistischen B-Prominenz schließt sich dann hier. Das ist das, was Sie hier eigentlich verkaufen wollen. Die Abschaffung der wehrhaften Demokratie liegt in einer Linie mit der Forderung der AfD nach Abschaffung eines freien öffentlich-rechtlichen Rundfunkes, der Abschaffung des Minderheitenschutzes und der Abschaffung frühkindlicher Bildung. Diese Hintertür ist der eigentliche Kern Ihres Antrages. Alles andere ist Geschwurbel und Wahnvorstellung. Auch das passt eben zu genau diesem Gesetzentwurf. Die Bewusstseinsklarheit, so heißt es weiter in der Beschreibung der paranoiden Schizophrenie,
und intellektuellen Fähigkeiten sind in der Regel nicht beeinträchtigt, obwohl sich im Laufe der Zeit gewisse kognitive Defizite entwickeln können. Im Antrag kann man diese einsetzenden kognitiven Defizite nachlesen. Allein auf Seite 3 des Antrages wird mal das Gesetz falsch benannt, dann stimmt die Drucknummer wieder nicht. Deutsche Gründlichkeit sieht anders aus. Was die AfD wirklich will, kann man lesen. Das schreibt sie, wenn sie denkt, keiner schaut zu. Die WhatsApp-Chats sind hier schon genannt worden. Da wird mit NPD-Parolen gearbeitet und es gibt keinen Widerspruch. Aus dem schönen Satz, Leute, macht ruhig, wir distanzieren uns weder von der identitären Bewegung noch von Pegida, aber wir lassen uns von außen auch durch nichts und niemanden lenken oder vereinnahmen, kann man auch erkennen, wo die Reise hingehen soll. Ziel, Methode und Handlanger, hier wird mit klarer Stimme gesprochen, Ihr Antrag ist eine wahnhafte, desinformative Ablenkung. Es geht nicht um Kritik am Netzdurchsetzungsgesetz, es geht um einen Freundschaftsdienst für Ihre rechtsextremen Unterstützerinnen und Unterstützer. Diesem wahnhaften Antrag kann nicht zugestimmt werden, besonders weil seine wahren Absichten so offenkundig sind. Ablehnung jetzt und auch in Zukunft. Vielen Dank.